بفضل منه الواحد الأحد القوي المنتصر الدائم الذي لا ينتهي ملكه. Hallo und herzlich willkommen hier zurück zur Civilization 6. Mein Name ist Ed von edgaming.tv. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier in unserem kleinen Aztekenreich, wo wir gerade ein bisschen auf der Flucht sind. Weil die würden uns jetzt wirklich niedermachen. Das ist nicht gut. Wir hauen ab mit dem. Ich will die Einheit ja behalten. Und ja, wir haben immer noch mit den Barbaren zu tun. Hier hinten haben wir jetzt unsere erste, also unsere dritte Stadt jetzt gegründet. Es wurde auch mehr als Zeit. Ich meine, hey, wir haben es 1390 nach Christus. Das ist schon eine Hausnummer. So, dem geben wir jetzt noch... Okay, Wald entfernen. Du baust dort bitte... Kannst du noch bauen? Ja, einen Bauernhof, sehr gut. Und das holen wir uns auch noch. Den machen wir platt. Also das hier wird eine reine Produktionsstadt, wie mir das aussieht. So. Was können wir denen jetzt geben? Was wollen wir denen denn machen? Das Problem ist, Wohnraum haben sie genug, Annehmlichkeiten auch. Das ist gut. Das ist richtig gut gerade. Was haben wir denn da? Was können wir denen noch geben? Was sollten wir denn machen? Fragezeichen. Schwertkämpfer können wir noch nicht, es ist klar. Ritter können wir auch nicht. Wir brauchen nämlich Eisen. Ah, es ist Terrakotta-Armee. Ein Wunder. Schon wieder? Ich weiß nicht. Amphitheater. Komm, wir gehen ins Amphitheater noch dazu. Nächste Runde. Lasst laufen. Befadlin min. Al-Wahidul Ahad. Al-Qawi. Al-Muntasir. الدائم الذي لا ينتهي ملكه أرسل إليك تحياتي يا صديقي العزيز. Okay. Durch die Gnade des alleinigen Gottes, des Mächtigen, des Ewigen, dessen Königreich kein Ende hat, grüße ich euch in aufrichtiger Freundschaft. Ja, Saladin vom Arabischen Reich. Okay. Wir bieten natürlich an, möchtet ihr unsere nahegelegene Stadt besuchen und unsere Gastfreundschaft genießen? Ein lohnendes Angebot. Möge Allah euch segnen. Das ist schön. Wir wollen ja keinen Streit. Ist ja schon schlimm genug, dass wir hier mit China so ein bisschen auf Konfrontationskurs sind. Muss nicht sein. China wurde von Frankreich der Krieg erklärt. Das ist ja gut für uns, ne? Wenn China geschwächt wird. Nehmen wir das doch dankend an. Gar keine Frage. So. Gucken, was so passiert. Ah, die greifen uns weiter an, ey. Oder? Sehr gut. Den können wir wegmachen. Du baust mir bitte noch einen Bauernhof, einen Dreierbauernhof. Dann können wir hier nämlich auf Produktion umstellen, beziehungsweise hier Produktion oder da Produktion und hier eventuell, weil Berge sind, auf heilige Städte und so weiter. Denn Berge bringen Bonusse für die heiligen Städte. So, ist das mal gucken. Du gehst bitte dorthin und holst dir das Feld noch. Einheit benötigt Befehle. Können wir den wegmachen? Komm, versuch es. Sehr gut. Ausgezeichnet. So, du gehst weg. Du musst dich in Sicherheit bringen. Du kannst nichts bauen, oder was ist los? Nächste Runde. Nächste Runde. Wir müssen uns unbedingt das Kupfer holen. Unbedingt. So, lass mal... Was ist da los? So, Handwerker, Produktion. Hier sind wir durch. Das ist gut. Wie gesagt, wir bauen ja jetzt um. Das heißt, wir werden
noch einen Handwerker benötigen. Wie sieht's hier aus in der Stadt? Wohnraum ist schlecht. Ja, hier brauchen wir auch unbedingt. Aber hier kommt gleich Handelszentrum. Dann können wir nochmal handeln. Das ist gut. Du kannst nicht bauen, oder was? Was ist los hier? Ist das nicht in unserem Gebiet? Ja, war klar. Können wir was kaufen? Nein. Schlecht. Scheiße, wir können es nicht kaufen. Jetzt mal kurz überlegen. Dann holen wir uns jetzt das Eisen. Das ist in unserem Gebiet. Du ziehst dich zurück. Und nächste Runde. Müssen wir echt aus dem Knick kommen. Ganz ehrlich. So nicht lustig. So, lass mal laufen. Brüssel. Gips. Tee. Gips. Wild. So, du gehst mal in die Stadt, bitte. Produktion. So, Hafen, das dauert alles Ewigkeiten. Wirklich Ewigkeiten. Ein Händler, ein Speer, Galeere. Das dauert echt Ewigkeiten. Das ist ja übel hier, was hier los ist. Na komm. Bau das Monument. Eigentlich hätte ich gedacht, dass es etwas schneller vorangeht. Du verschanzt dich bitte. Nächste Runde. Mal ranzoomen. So. Mal gucken, was passiert. Bildungssystem in 9 Runden, Mittelaltermärkte in 10 Runden. Der Speerkämpfer. Bis zur Heilung verschanzen. Das ist okay. Aber was ist hier los? Was bist du denn? Arabien. Apostel. Eieieiei. Ja, wir können doch irgendwie unsere Religion nicht weiter ausbauen, ne? Habe ich so das Gefühl. Ja, da müssen wir echt mal irgendwie was machen. Nicht, dass der uns ja konvertieren will zu irgendetwas. Fände ich nicht so gut. Ja, da oben macht er nämlich. Oh, ein unbekannter Spieler wurde besiegt, okay. Grasland T. Das wäre Campus gewesen, wenn ich mich erinnere. So, jetzt lass mal gucken. Was haben wir denn da? Was ist denn das hier? Aztekenland, Fluss. Aquädukt, das bleibt. Dann setzen wir hier jetzt Minen ein. Du baust hier auch eine Mine. Gut für die Produktion und dass wir Eisen haben. So, Industriegebiet. Industrielle Aktivitäten. Plus 2, plus 1. Ja, wenn ich wüsste. Industrie. Hier haben wir Steinbruch. Plus 2, plus 2. Plus 2. Ja, komm. Ja, komm. Industriegebiet. Produktion. Campus reparieren, heilige Städte reparieren. Ja. Mount St. Michael. 66 Runden, das dauert zu lange. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, komm. Campus reparieren oder erstmal die heilige Städte. Nächste Runde. Unbedingt. Ah, mal gucken. Wenn ich so ein bisschen näsle, entschuldigt mich das bitte, aber ich habe ein bisschen Schnupfen, erkältet. Sorry dafür. Ey, wir müssen das hier irgendwie jetzt erstmal hier in Gang kriegen. So, der ist... Na nun. Du bleibst hier. Können wir da jetzt was kaufen, eventuell? Ein Geländefeld?
Kostet 180. 180, das ist alles zu teuer, ne? Nicht gut. Nächste Runde. Lass laufen. Und dann bauen wir einen Handelsweg von dorthin nach dorthin. Halte ich für eine gute Idee. Und wenn wir hier ein Industriegebiet hinbauen, dann haben wir plus 2 Produktion. Und da können wir dann natürlich auch solche Sachen hinbauen wie Werkstätten und sowas. Das hebt die Produktion nochmal ordentlich an. Und wie gesagt, hier jetzt ein, zwei Minen hinbauen. Genau, das ist der Plan. Bau da mal eine Mine hin. Hier so ein Dreiermine und hier eventuell so ein Campusgebiet. Und was ich dann dorthin baue, weiß ich noch nicht. Mal gucken. Wie sieht's hier aus? Ja, die brauchen wieder Wohnraum. Ah, das ist ja furchtbar. Die mit ihren Wohnraum. Aber es ist eine 13er Stadt jetzt. Das ist schon mal ordentlich. Das finde ich schon mal ganz gut. So. Und hier auch die Schafe müssen wir holen. Dass wir da auch Bonus bekommen. Gott, oh Gott, oh Gott. Freundschaft abgelaufen. Okay, Freundschaft abgelaufen. Muss erneuert werden, in Ordnung. Ah, mit... Hi! Freundschaft verkünden. Okay, dann eben nicht. Tja, dann halt nicht. Schade, dass du jetzt nicht willst. Ist okay. Das ist echt etwas schade. Mal Licht anmachen. Ist ein bisschen dunkel hier. Einheit benötigt Befehle. Ja, du bleibst hier. Du verschanzt dich. Du gehst dort bitte hin. Und holst die Produktion ran. Und dann machen wir hier auch Produktion. Und gehen dann hier... Genau, hier machen wir dann die und die. Sind hier alle an den Gebirgsdings. Es gibt guten Bonus. Wenn wir dort Campusgelände oder sowas hinbauen. Dann machen wir auch. So, Handwerker. Mach hinne. Gut. So. Oh, der ist auch ein bisschen giftig gegen uns. Nicht so schön. So, komm schon. Wir müssen hier mal die Stadt hier in Gang kriegen. So langsam. Monument. Gut. Und eventuell noch mal ein, zwei Speer losschicken, wa? Wäre vielleicht auch nicht so verkehrt. So, nächste Runde. Auf geht's. Lass mal gucken. لن أقبل بتدنيس الأرض سيعاقبك الله على كفرك وعصيانك وحده الكامل العزيز. Bist du doof? Ich habe gar nichts gemacht, du Idiot. Ich werde diesen Frevel nicht dulden. Ihr werdet bezahlen für eure Blasphemie gegenüber den Erhabensten, der keine Fehler hat. Ja, du bist doch besoffen, bist du. Hast eine Macke. Ich habe nichts getan. Der geht hier auf Argo-Kurs oder was? Vergiss es. Du kannst aber knicken. Mann, Mann, Mann. Ganz schön aggressiv. Manche Parteien. Aber das werden wir ja noch sehen. Gut. So, komm schon. Bau mir dort auch nochmal. Inspiration. Der Bau von unterschiedlichen Bezirken hat eure Ingenieure zu unglaublich guten Städtebauern gemacht. Die Entwicklung der Ausrichtung Bauwesen hat große Fortschritte gemacht. Sehr geil. Jetzt müssen wir mal wieder einen neuen holen, damit wir hier weiterbauen können. Das ist Hammer. Noch ein Handwerker. Damit es läuft.
Nächste Runde. Und eventuell sogar nochmal einen Siedler, dass wir noch ein bisschen weiter ausbauen. Mal gucken. So, wie läuft's? Wie sieht's aus? Brüssel. Komm schon. Die verhalten sich ruhig und es scheint das Lager weg zu sein. Den Geist aus, sich mit jenem Grad an Genauigkeit zufrieden zu geben, den die Natur der Dinge zulässt. Sehr gut, jetzt können wir bauen. Die Universität plus 4 Wissenschaft plus Wohnraum plus Bürgerplatz plus Punkt des Typ großer Wissenschaftler pro Runde. Nicht schlecht. Oder die Hagia Sophia, Missionare und Apostelkönigin und einmal zusätzlich verbreiten, muss auf Flachland neben einem heiligen Städtebezirk gebaut werden und ihr muss eine Religion gegründet haben. Okay, kein Problem. Nehmen wir in Kauf. So, was haben wir jetzt? Es dauert alles so lange, ne? Bankwesen, Bank, großes Zimbabwe, Massenproduktion, Schiffswerft, Arsenal von Venedig, das sind Sachen, die ich alle nicht kenne, Waffenkammer, Militärpionier. Ja, komm, wir nehmen das mal, dann hätten wir die Waffenkammer, plus 2 Produktionen, plus Bürgerplatz, plus Punkt und Militärpionier. Das nehmen wir jetzt mal mit. Produktion wählen. Ah, es wird schon besser hier. Hafen. Hafen. Wie sieht's denn aus hier? Händler. Rambock, Katapult. Pekinier. 2 Eisen. Ach du Scheiße, ich brauche 2 Eisen, um die zu bauen. Das ist ja mal richtig doof. So, warte mal. Wieso hat er kein... Hä? Ah. Hätte ich das eventuell dahin bauen können? Dann muss ich das ja nochmal wegmachen, wa? Shit. Heilige Stätte bringt nicht viel. Stadtmauern. Jetzt ist guter Rat teuer. Plus 1 Annehmlichkeiten. Wohnraum haben wir noch genug. Ich bin wirklich am Überlegen, den einen Hafen zu spendieren. Machen wir auch. Plus 1. Dann haben wir mal eine Hafenstadt. Das ist okay. Nächste Runde. Der Handwerker ist auch gleich soweit. So. Aha. Okay. Jakarta ist nicht mehr so gut mit uns zu sprechen. Scheiße. So. Komm schon. Es gibt sehr ehrliche Menschen, die glauben, erst dann ein Schnäppchen gemacht zu haben, wenn sie einen Händler betrogen haben. Handelskonfiguration. Plus 1 Gold durch jeden Gesandten in Stadtstaaten. Ästhetik. 100 Nachbarschaftsbonus für den Theaterplatzbezirk oder Medinaviertel. Plus 2 Wohnraum in allen Städten mit mindestens 3 Spezialbezirken. Das ist nicht schlecht. Aber nicht jetzt. Im Moment... Was ist das? Okay, Jakarta. In Ordnung. So, neue Ausrichtung. Humanismus, Söldner oder Gilden. Beutegut. Berufsarmee. Handelsföderation. Kunstmuseum. Archäologisches Museum. Erfindungsgeist. Fresken. Oder Gilden. Chetitschen Itza. Handwerksgilden. Stadturkunden. Reisender Händler. Ich nehme die Gilden. So.
Okay, Werkstatt. Mehr Produktion. Ja, komm. Mehr Produktion ist gut. Du gehst dorthin. Gesandten schicken. Aber... Jakarta. Jakarta oder Jakarta? Ist doch nicht dasselbe, oder? Brüssel 6. Toronto. Ja, wir schicken ihn dahin. Noch ein, oder was? Geil. Mehr Kultur? Immer gut. Boah. Der gibt aber oben ganz schön Gas. Nächste Runde. Eine Runde noch, Leute. So. Frankreich hat mit einem Armbrustschützen einen Barbaren aus dem Posten entfernt. Okay. Ist in Ordnung. Brüssel. Wir haben mal gute Handelswege eigentlich. Aber dass wir nur ein Eisen haben, ist schlecht. Mal gucken. Zeig mal. Hier ist ja auch noch Eisen, ne? Da könnten wir doch theoretisch auch was hinbasteln. Okay, eine Runde machen wir noch. Eine Runde. Bau zwei Märkte. Schöne Mucke. Mucke ist sowieso in diesem Game der absolute Hammer. China ist schon im Industriezeitalter. Eieieiei. Das sieht nie so gut aus, was wir gerade hier haben. Hier ist reger Betrieb. Hier müssten wir wirklich mal... Ah! Unser Händler. Gut, du gehst bitte nach... Genau, dorthin. Damit wir eine Straße bauen können. Du machst hier bitte die Mine fertig. Und wir machen an dieser Stelle einen Cut. Ich bedanke mich natürlich wieder fürs Zusehen. Denkt ans Däumchen, wenn euch die Folge gefallen hat. Und wie immer, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, einfach ein Abo dalassen. Und euer Ed ist für heute raus. Ich sage bye bye. Ciao, ciao. Wir sind die Entdecker. Die Erfinder. Die Architekten der Veränderung. Die Erbauer einer besseren Zukunft. Wir suchen. Wir träumen. Wir streben immer nach etwas Größerem. Die Schwierigkeiten, denen wir trotzen. Risiken, die wir eingehen, die Herausforderungen, denen wir uns stellen, machen uns nur stärker. Es gibt kein Ende unserer Vorstellungskraft. Und kein Limit für die Zivilisation.